Grüß euch, wir sind heute im Wohnheim Reichenau. Wir, das sind drei Gemeinderäte der neuen Fraktionen im Innsbrucker Gemeinderat. Von der Liste Fritz, der Tom Meyer, von der alternativen Liste der Mesut Onay und ich, die Pauli Gerald vom Gerechten Innsbruck. Wir haben gesagt, dass wir jetzt überparteilich, über irgendwelche Fraktionsgrenzen hinaus sozusagen an einem Strang ziehen. Wir wollen praktisch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von sozialen Diensten, von Alters- und Pflegeheimen unsere Solidarität bekunden zu den Lohnverhandlungen, die anstehen, weil wir glauben, dass ein Dienst sozusagen im Pflegebereich nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen Bürotätigkeiten und sonst was und die Leute können geholfen, die können unterstützt. Dann sag mal etwas. Sehr richtig. Wir haben ja diesbezüglich im Land und auch in der Stadt schon Anfragen macht. Das heißt, wir wissen, dass das Problem bekannt ist. Es gibt einige Altersheime in Innsbruck, wo ganze Stockwerke leer stehen, weil wir zu wenig Personal haben. Und spätestens da muss man schon merken, dass der Hut brennt. Und du hast richtig gesagt, die Tätigkeit ist eine schwere Tätigkeit. Die Leute haben wirklich mehr Geld verdient. Und das wäre mal der erste Schritt. Da nützt keine Image-Kampagne was, sondern da gehört einfach mehr Geld in die Hand nehmen. Wir wollen uns herzlich bedanken für die großartige Arbeit, die im Sozial- und Gesundheitsbereich gemacht wird. Und wir wollen die Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Es ist ganz klar, 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, die sechste Urlaubswoche, die wohlverdiente sechste Urlaubswoche und eine Lohnerhöhung von mindestens 6%. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Und auf diesem Weg wünschen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg. Ihr habt unsere volle Solidarität und da ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang und wünschen euch alles Gute und toi toi toi.